Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Wir sind beim FND Radarbunker in einer riesigen Militärzone, haben in der letzten Folge hier schon mal eine Flugabwehranlage erledigt, denn das ist auch der Plan anscheinend von Alejandro. Um gegen José die Oberhand zu gewinnen, muss er seine Flugabwehrgeschütze und Radare ausschalten. Sie werden dich nicht kommen sehen und sobald sie dich bemerken, ist es schon zu spät. Ob das jetzt was zu tun hatte mit der Anlage da oben, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist die schon mal weg. Das war Flugabwehranlage Vieh. Und jetzt geht's weiter im Radarbunker. Wir müssen in den Bunker hinein. Und müssen aber erstmal, glaube ich, die Leute da drüben ausschalten. Es ist dabei nur einer hier, wobei ich nicht glaube, dass das schon alle sein werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur ein einziger steht und das gesamte Ding hier bewacht. Im Haus drin werden bestimmt noch ein paar sein. Da steht nur der Heli. Ich muss den Hauptserverraum finden. Jetzt will ich natürlich probieren, ob wir hier durchschießen können, aber ich habe ein bisschen Schiss, dass dann hinten irgendwer steht und die Leiche sieht. Warten wir lieber noch ein bisschen. Wir gucken erstmal, was wir hier so finden können. Ein bisschen was Sammelmäßiges auf jeden Fall. Und einen dicken Generator. Mal da drüben, aber ich glaube, da steht nichts, was wir sammeln können. Wir gucken natürlich... Oh, guck mal, da hinten ist jemand. Wir gucken natürlich später nochmal bei diesen Radaranlagen da oben lang, das ist ganz klar. Die kleinen Türmchen wieder da hinten, die lassen wir mal außer Acht. Aber die großen Radarantennen hier oben, die können wir uns auf die können wir uns definitiv mal anschauen. Und genauso wie wir die Bäume, die Palmen kennzeichnen mit Libertad, mit der blauen Farbe, kennzeichnen die hier ihr Gebiet, nämlich mit Weiß und Rot. Was macht denn der da oben? Selfies? Ich glaube, der macht Selfies von sich. Ja, tatsächlich. Guck mal. Dann bitte jetzt posten. So, und dahinter stehen wirklich noch ein paar, wie ich es mir gedacht habe. Die haben aber von dem Ganzen, denke ich mal, noch nicht viel mitbekommen. Hoffentlich. Wir nehmen mal die Leiche mit. Das geht ja hier zum Glück. Und schmeißen die mal hier ins Blumenfeld. Da hinten ist der andere. Dann sollte ihn da hoffentlich niemand finden können. Hm. Schlüsselkarte. Nice. Zum Wartungsschacht. Das klingt gut. Mhm. Sollen wir uns den da hinten holen? Ich würde sagen, den lassen wir einfach mal. Wir sind von einer anderen Richtung gekommen, der würde hier den Eingang bewachen. Aber wir haben uns einen anderen Eingang gefunden. Ah, da hinten ist wahrscheinlich der Wartungsschacht. Hm, ein Stolperdraht. Ja, na, den habe ich jetzt nicht gemeint. So. Na, gucken wir mal. Ich würde ganz gerne mal da nach oben gehen. Wo sind die denn alle? Sind die in dem Gebäude drin oder sind die einfach drunter? Da wird frisch gestrichen irgendwas. Ist natürlich die Frage, kommen wir in dieses Gebäude überhaupt rein? Sieht mir nämlich jetzt auf den ersten Blick irgendwie nicht so aus, muss ich zugeben. Kann natürlich sein, dass die alle da drunter irgendwo warten. Bei dem Gebäude ist niemand. Guck mal. Die stehen alle hier. Nur hier wäre nichts. Die sind bestimmt alle unterirdisch. Aber 100 pro. So, ich gucke nochmal ganz geschwind da hinten. Aber da ist nichts mehr. Gut. So, einmal Stolperdraht. Und einmal Schlüssel benutzen. Und jetzt bin ich gespannt. Betritt den unterirdischen Bunker zum Hauptserverraum. Schon wieder irgendwo ein Stolperdraht. Da kommen wir eh nicht durch. Ja, da hört man sie schon. Da sind wir richtig. Hm? Na, gerade noch. So, ich hoffe, da funktioniert derselbe Schlüssel nochmal. Ja, schaut gut aus. Hallo?
Hoffentlich niemand da? Warum bewacht denn den Eingang hier beispielsweise niemand? Hacke den Hauptcomputer. Jetzt würde es mich ja interessieren, ob es hier einen anderen Eingang auch noch geben würde. Weil Wartungsschacht ist jetzt bestimmt nicht der einzige. Ein Alarm. Pfeif mal, pfeif dich in den Tod. Problem ist, die ist schwer gepanzert. Oh. Hui. Knapp. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt damit gerechnet, wir fliegen schon auf. Okay, es gibt hier definitiv mehr als einen Alarm. Ich werde dann einfach mal so deaktivieren, bis hier in der Nähe niemand mehr ist und dann können wir mal drauf schießen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir den nur so deaktivieren, dass sie den vielleicht irgendwie später wieder aktivieren können. Außer wenn wir ihn komplett kaputt schießen, dann geht natürlich nichts mehr. Aber eine Persönlichkeit haben wir da unten auf jeden Fall noch. Gesundheit. Ist das auch ein Alarm? Nee. Da. Aber nicht nur ihn. Oder sie. Regen. Da ist der Computer. Mal sehen, wie gut ich hacken kann. Und die blöde Olle schießt natürlich genau auf das Ding hier drauf, was dann volle Kanne in die Luft geht. Ich hoffe, die anderen haben das nicht mitbekommen. Wahrscheinlich schon, aber noch läuft kein Alarm, noch haben wir Glück. Die Karte von Yara. So, wir gucken mal natürlich. Wenn wir schon mal da sind, gucken wir natürlich erstmal. Wo geht's denn da hin? Ah, in die Umkleideräumlichkeiten. Da gibt es aber ziemlich viel. Nicht nur Umkleider, sondern auch Munition und was zum Lesen. Nachricht auf Militärbriefpapier. Was für ein Idiot, dass der Kapitän abgehoben ist, wusste ich, aber das war selbst für seine Verhältnisse unfassbar. Die ganze Familie aufs Spiel zu setzen für ein beschissenes Baseballspiel. Ramirez hat scheinbar nichts von Jose's Vergangenheit mit Alex Donate gewusst. Unser kleiner General war ein riesiger Baseballfan und Donate war sein Lieblingsspieler. Als er sich von der Insel abgesetzt hat, zwang Antoni ihn, alle Sammlerstücke zu vernichten. Die hatte er ja wahrscheinlich direkt neben seinem Snuff-Filmen und Ballknebeln im Regal stehen. Aha, Ramirez war nach einem ersten Inning schon so gut wie tot. Da sollten wir uns mal umgucken, ob wir da vielleicht noch was finden können von diesen Dokumenten. Aber sieht nicht so aus. Wo kommen wir denn da hin, bitteschön? Raus auf jeden Fall nicht mehr. Okay, da sind wir dann in irgendwelchen anderen Räumlichkeiten. Aber die anderen haben ja anscheinend noch nicht mitbekommen, dass da drüben rumgeballert wurde. Das finde ich gut. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Cool. Dann können wir hier nochmal ganz kurz gucken. Da sind nur Dokumente, die wir nicht lesen können. Ein riesiger Drucker und hier ist noch was, das wir lesen können. Hinweis zur Disziplinarmaßnahme. Kapitän Osvaldo Ramirez wurde seines Ranges enthoben und unehrenhaft aus der FND entlassen. Er wird nicht länger oberster Funker sein und die Finca seiner Familie ist nunmehr staatliches Eigentum. Ramirez, der jetzt Paria 4668 heißt, sollte alle daran erinnern, was es heißt, ein wahrer Yaraner zu sein. Dissidenten und verbotene kulturelle Handlungen zu feiern sowie direkte Befehle zu missachten, solche Taten ziehen schwere Konsequenzen nach sich. Diese Konsequenzen sind ebenso wirkmächtig wie unsere große Satellitenanlage. Die gesamte Familie von Paria 4668 zahlt nun den Preis dafür. Also gerade eben noch ein großer Funker gewesen und jetzt Paria 4668.
Und das alles wahrscheinlich nur wegen dem Baseball. Krass. Dass da überhaupt so viele Leute mitmachen. Ich meine, wenn die wüssten, wie schnell sie als Paria dann dastehen. Also als, weißt du schon, Sklave auf dem Viviro-Feld. Wie schnell das geht. Von heute auf morgen kann das passieren, wenn du dich irgendwo falsch äußerst oder wenn irgendjemand irgendwas rausfinden sollte, was du vielleicht früher mal gemacht hast, dass da so viele trotzdem noch mitmachen bei dieser FND. So, was haben wir denn da noch Schönes? Auf jeden Fall was zum Lesen. Notiz auf einer Schokoriegelverpackung. Das sieht mir aber definitiv nicht so aus. Ganz ehrlich, das ist ein normales Stück Papier. Nur zur Erinnerung, ich muss mir dein Mikrofon und dann einen Verstärker für ein paar Nächte ausleihen. Ich bin sicher, dass es nur Kojoten sind, aber die Klänge, die ich nach Sonnenuntergang höre, sind... Nun ja, ich möchte sie für alle Fälle auf Band aufnehmen. Elena hat um meinen ganzen Wochenlohn mit mir gewettet, dass es Los Perros Demoniacos sind. Von dem Geld kaufe ich mir eine ganz neue Baseball-Ausrüstung. Na, guck mal einer an. Da wissen wir ja gleich, wer diesen Brief hier geschrieben hat auf einer Schokoriegelverpackung. Mhm, sieht mir ja auch so aus. Und der hat aber recht, denn wir wissen, hier sind die Perros Demoniacos. So, nochmal ein Schlüssel zum Wartungsschacht. Den haben wir ja mittlerweile schon. Wir sind ja mit dem reingekommen. Sana de Datos. Weiß ich nicht, was das heißt. So, na gucken wir mal, wie es da drüben weitergeht. Achso, hier nirgendwo hin. Hä? Wo war denn das? Ah, warte mal, vielleicht können wir ja hier weitergehen. Schau mal einer an, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, wir kommen hier anscheinend nicht mehr rein. Wir kommen hier nur raus, aber nicht mehr rein. Okay. Wo war denn dieser Weg? War das hier? Ne, da kommen wir wieder in die Umkleide rein. Wo sind wir denn da abgebogen? Dass ich gesagt habe, da kommen wir irgendwo anders hin. Ich glaube, das war eh hier. Hier kommen wir nämlich rein. Und da würden wir dann wieder rauskommen. Das ist das, wo wir gerade eben standen. Okay. Na, gucken wir mal. Was haben wir da noch? Oh, Medizin. Aber auch da sind wir ja, glaube ich, wieder genau da, wo wir gerade eben angefangen haben, oder? Natürlich. Wie kommen wir da in den restlichen Raum? Da will ich ja auch hin. Da sind ja noch irgendwelche Soldaten. Die müssen hier auf der anderen Seite stehen, aber wir kommen da komischerweise nicht hin. Na gut, wenn das so ist, dann holen wir uns mal die Daten. So, tippitippitibi, Passwort 1234 wahrscheinlich. Langsame jaranische Bandbreite. Hacke den Hauptcomputer. Kameras. Und man kann hier überhaupt nichts erkennen. Also ganz ehrlich, wenn das die Überwachungskameras sind, dann wundert es mich, dass die überhaupt noch leben. Wie soll man denn hier irgendwas entziffern können? Das sieht aus, wie wenn ich eine Testseite drucke, um zu sehen, ob die Tintenpatronen funktionieren. Aber doch nicht wie eine Überwachungskamera. Na, herzlichen Glückwunsch. Die FND, super tolle Waffen, können sich alles leisten. Überall stehen Flugabwehranlagen, aber die Überwachungskamera sieht aus, wie wenn wir aus dem Arsch filmen würden. Na, Glückwunsch. Da gibt es ja in einem Cornershop eine bessere Qualität. So, na gut, wir warten mal. Hauptsache so eine fette unterirdische Anlage gebaut. Der hat bestimmt auch was gekostet, aber der an den Überwachungskameras, da wurde gespart. Na, irgendwo muss man ja sparen. So, wir haben es gleich. Zum Glück kommen da keine Feinde. So, 95, 96, 98, 97 haben wir übersprungen und jetzt sind wir bei 100. Na bitte. Und jetzt raus hier. Terminato. So, Bildschirme sind wieder schwarz. Der flackert auch komisch rum. Ich habe die Infos, nichts mehr raus hier. Kommt man nicht dort hinten rein? Ach, vielleicht geht das von oben. Ich bin ja doof. Guck mal, da ist ja der zweite Teil von dem Bunker. Und ich will immer von unten gehen. Wir haben hier hinten noch einen Weg, der weiterführt. Ich bin ja richtig dumm. Sorry. Sorry. Hier sind wir.
Habe ich schon wieder vergessen, dass wir ja oben auch noch hinkommen können. So, da wird's wieder raufgehen. Das wollen wir noch nicht. Wir wollen ja erstmal schauen, ob wir da noch was entdecken können. Hallo. Lieber ruhig sein. Da hinten ist nichts mehr. Naja, aber ganz ehrlich, die war jetzt nicht unbedingt weit entfernt von vorher. Also die muss das ja schon gehört haben, dass da unten irgendwer rumballert. Wo sind wir denn da? Ich denke mal, das war Eingang Nummer 2. Genau, da kommst du nämlich irgendwo da draußen raus. Huch. Ja, ja. Da, wo der Wache hält, da wäre der normale Eingang gewesen. Wir sind durch den Wartungsschacht reingekommen. Okay, 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 okay. Naja, macht ja auch nix. Hauptsache drin waren wir. Entkomme aus dem Gebiet. So, holen wir uns mal diese hier hin. Damit der andere nicht unbedingt was davon mitbekommt. Geht ganz gut. Noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, umso mehr wir hier veranstalten, umso stärker werden die Gegner werden. Und irgendwann wird das nicht mehr mit einem Schuss funktionieren. Na gut, bei denen mit ohne Helden natürlich schon. So, da drüben steht eh keiner mehr. Der wäre auch Geschichte. Eine fette Anlage hier hingebaut. Ein riesen Bunker, riesige Häuser, sündteure Maschinen, Helikopter und so weiter und so fort. Aber eine Überwachungskamera, wie weiß ich nicht was, wie so eine Kinderkamera. Also, naja. Wenn man schon sparen will, dann vielleicht an anderen Stellen. Aber nicht unbedingt bei dem, das sich schützen sollte. So, noch ein Brief hier. Handschriftliche Erklärung. Es ist eine riesige Satellitenschüssel. Was dachten die denn, was ich tun würde? Im Ernst, man sollte mich feiern. Es ist ein patriotischer Akt, dass ich das Baseballspiel über die Lautsprecher schicke. Alex Donate ist Better in der Major League und das ist kein Grund für einen Nationalfeiertag. Diese Hirnis vom Kulturministerium erkennen auch keine Propagandagelegenheit, wenn sie ihnen wie ein ultraschneller Baseball ins Gesicht knallt. Klar, Donate hat sich abgesetzt und ja, er ist einer der vehementesten Kritiker von Castillo. Aber Baseball hat nichts mit Politik zu tun. Das ist ein Spiel. Das hier ist kein Geständnis, Marcelo. Verpfeif mich nicht. Ja, wie wir wissen, verpfiffen wurde er aber, denn er ist jetzt Paria 4668. So. Na gut, dann hätten wir das alles hier mal angesehen. Was macht der da für Konstellationen? Dann würde ich jetzt ganz kurz mal auf die Map schauen. Wir haben da unten noch das Anwesen mit Meerblick. Mhm. Das sollten wir uns theoretisch auch mal holen. Und ich würde ganz gerne zu dieser Radaranlage. Und zu dieser Radaranlage würde ich auch noch ganz gerne. Die zwei würde ich mir gerne holen. Und das könnten wir so machen, indem wir jetzt hier... Nee, wir könnten eigentlich den Teilen hier holen, wenn wir da einmal über der Hauptstraße drumherum fahren. Also das passt schon. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg nach oben und ich markiere mir mal das hier. Wobei wir das ja easy. Ui, die Kojoten. Und so gefährlich. Und ich wollte gerade sagen, die sind bestimmt nicht freundlich. Hey, ich habe das Radar zerstört. Meine Familie hat so ein Glück, dass du da bist, Dani. Wenn du José das Herz durchbohrst, dreh für mich einmal mehr um. Da sind ja sogar Feinde. Einsatz abgeschlossen. Nur halt trotzdem nichts zum Holen. Na, dann lassen wir den halt weiter snipern da oben. Bald auf... Aua. Du bist in einer Höhle? Hast du Stunk im Lager oder so? Nein, 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 noch nicht. Komm einfach hin, okay? Ich habe hier einen Notfall, einen medizinischen... Sozusagen. Ein medizinisch-mechanischen Notfall. Die Diesel Daisy, ein neuer Einsatz, neue Mission. Na, gucken wir mal. Sprich mit Philly. Wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich in die Finca, kann ich mir vorstellen. Nee, gar nicht. Wir müssen hier hin. Aha, eh gar nicht mal so weit. Na, das ist ja gut, dass der hier ist, weil wir sind ja auch gleich in der Nähe. So, aber davor, wie gesagt, erstmal die Satellitenschüsseln alle angucken. Na gut, so wirklich viel gibt es hier jetzt auch nicht. Aber das ist halt weitaus größer als so ein kleiner Wachturm. Oh, da kommen wir nach unten, guck mal. Wo geht's denn da hin?
Ah, wären wir vielleicht von hier auch in dieses unterirdische Ding reingekommen? Probieren wir mal. Au. Na, das hat ja super funktioniert. Okay, nochmal wiederbeleben, bitteschön. Wir haben ja zum Glück unseren Supremo mit dabei, wo wir uns wiederbeleben können, wenn wir wollen. Und ich glaube, das wäre ein weiterer Eingang gewesen für den Teil da unten. Jupp. Das wäre ein weiterer Eingang gewesen. Na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Dass wir da jetzt gleich verrecken, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich habe gedacht, wir können vielleicht einen Fallschirm öffnen. Aber gut, das ist jetzt hier nicht unbedingt eine große Röhre. Wie soll man denn da einen Fallschirm aufbekommen? Hätte ich mir vielleicht vorher denken sollen. 3 verschiedene Eingänge gibt es also nach da unten. Und das Ganze mit so einer beschissenen Überwachung. Das muss denen ja klar sein, dass da irgendwann mal jemand kommt. So, hier ist nichts mehr, bis auf da oben. Da gibt's Rotlicht und ein bisschen Glas. Danny, wo bist du? Wir brauchen dich in Esperanza. Ahora. Verstanden. Ich komme, Clara. In Esperanza? Was soll man denn dort machen? Da will ich ja noch gar nicht hin. Das ist so groß. Nein, ich will nicht nach Esperanza. Oh Gott, oh Gott. Esperanza, guck mal, was wir da alles entdecken müssen. Das ist ja riesig. Uiuiui. Na, das wird lustig werden. In Esperanza. Irgendwann werden wir nicht drum rumkommen. Wir wollen es ja nämlich so machen, dass wir auch in Esperanza natürlich alles entdecken, was wir entdecken können. Und wir wissen ja schon, wie sie in Verdera war. Wir können uns jetzt mal die Größe von Verdera anschauen und dann schauen wir uns mal die Größe von Esperanza an. Sogar unterteilt in 2 verschiedene Bezirke. Wir haben hier Lado Ocental und Pueblo Antiguo. Und dann Ganze, wenn wir nochmal reinzoomen, nochmal verschiedene andere Dinge. Altstadt, Hotel Paraíso, La Costanera, Torre del León. Also hier werden wir definitiv lange zu tun haben, bis wir da alles entdeckt haben und wir werden jede Straße abgehen. Wir werden wahrscheinlich nicht sagen, so, wir machen jetzt die nächsten 10 Folgen nur Esperanza, wir werden uns vielleicht mal einen kleinen Teil hier rausbrechen und sagen, wir gucken uns mal das an, dann gucken wir uns mal wieder was anderes an, dann gucken wir uns mal wieder den Teil hier an, also nicht, dass wir uns jetzt hier folgenlang dann nur in Esperanza aufhalten, aber Stück für Stück werden wir die Stadt entdecken und eine Mission führt uns eben hierhin, das verlorene Paradies an den Stadtrand von Clara Garcia. Na, gucken wir uns das dann mal an. Finde einen Weg ins Hotel und setze dem Leben dieses Monsters ein Ende. Also zum Hotel Paraíso soll man nach oben gehen anscheinend. Okay. Bin ja gespannt, ob wir dort wirklich überhaupt alles entdecken können. Oder ob es dort vielleicht so abgesperrte Bereiche gibt, wo wir was suchen können und dann im Rest nicht. Weiß ich gar nicht. Wo sind der überhaupt? Irgendwo steht da einer. Ah. Lass liegen. So, ich wollte ja jetzt eigentlich noch da nach oben gehen. Das war ja mein ursprünglicher Plan. Und dann können wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ob wir dann direkt zur nächsten Mission springen oder ob wir vielleicht noch was anderes entdecken vorher. Schauen wir mal, was die Map sagt. Wir haben bestimmt wieder ein bisschen was aufgedeckt. Finde ich aber cool, dass die nächste Mission direkt hier daneben stattfindet. Das finde ich wirklich gut. Da haben wir es nicht so weit, aber ich mache nach der Folge sowieso schon wieder eine Folgenaufnahmepause. Also eine Folgenaufnahmepause, eine Aufnahmepause. Und wahrscheinlich spawnen wir in der nächsten Folge sowieso wieder in der Finca, habe ich das Gefühl. Wir spawnen ja immer in der Finca. Aber dann können wir zumindest eine schnelle Reise vielleicht hier irgendwo in die Umgebung machen. Da unten ist nichts außer ein paar Klos. Da kippen schon die Stühle um. Mal gucken, ob wir da was finden können. Tatsächlich, da ist ein bisschen was. Ein bisschen Glas, na immerhin. Okay, hier können wir auf jeden Fall keine schnelle Reise machen, aber wir können hier eine schnelle Reise machen. Zum Kontrollpunkt Refugio de Ida, das finde ich schon mal sehr gut. Das werden wir wahrscheinlich auch brauchen dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir schauen, dass wir hier auf die Straße kommen und fahren einmal hier dieses Gebiet um drumherum ab. Wir gucken da oben bei Okos Abbild, wir gucken uns das FND-Depot da drüben an, wir fahren bis nach unten zu diesem FND-Depot, das wir quasi hier unten wieder abschließen und dann haben wir dieses gesamte Gebiet hier auch entdeckt mit Rio Sucio, dann Zantecam und eben die ganze Militärbasis hier zwischendrin. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession kümmern wir uns dann wirklich mal um Österreich, um die Insel da oben mit dem Leuchtturm Ocaso, mit Cayo Jardina, mit der Libertad-Kiste da hinten, da ist noch eine, hier gibt es iranisches Schmuggelgut und ein FND-Depot und natürlich die Bohrinsel, die wir uns holen wollen. Genauso, das machen wir in der nächsten Folge. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen auf Entdeckungstour gehen, in der nächsten Folge holen wir uns dann die Insel und dann geht's weiter
weiter mit der nächsten Mission hier drüben mit der Diesel Daisy. Würde ich sagen, ich glaube, das ist ein guter Plan, wenn wir das so durchführen. Wenn wir da mal ein bisschen mehr von dem gesamten Gebiet freigeschalten haben, dann können wir wieder zurückkommen hier in die Militärbasis und können uns das Anwesen mit Mehrblick holen. Diese Mission, wo man eben ein gewisses Zeitlimit bekommt und dann an irgendeiner Stelle hier wieder auftreten muss und dort dann die Vorratslieferung entgegennimmt. Genauso wieder unten. Und das Gran Premio Rennen, das werden wir natürlich auch irgendwann mal machen, wenn wir dann ein bisschen mehr hier von der Karte aufgedeckt haben. Also dann würde ich sagen, Entschuldigung, ja, da wird wieder rumgeballert. Wo ist denn die richtige Strecke? Hier müssen wir lang. So. Au. Haben wir da ein Loch oder müssen wir uns erst eins schießen? Irgendwo gibt's ein Loch, kann ich mich erinnern. Da vorne ist ein Loch. Hab ich mich richtig erinnert. Sehr gut. Man muss nämlich die Gebäude da drüben schon mal alle angeschaut. Und dann habe ich gesagt, die haben hier so eine super gesicherte Militärbasis, die riesengroß ist. Und dann ist hier ein fettes Loch drin, wo eigentlich jeder rein kann. Gut, du könntest theoretisch mit jedem Auto hier gegen den Zaun fahren und es wäre ein Loch drin. So, ich stehle mir das mal ganz kurz. Da keine Angst. Achso, die bückt sich ja nur. Weg! Oh! Das wollte ich gar nicht. Hoppla, ich wollte hupen. Scheiße. Kotzt die gerade? Ah, die kotzt gerade. Ich dachte, die bindet sich die Schuhe. Ups. So, ich habe jetzt eigentlich für kurze Zeit gedacht, wir erwischen die hier auch. Den hier auch. So, zwei neue Libertad-Kisten. Und zwar hier oben, Kryptogramma-Kiste. Oh nein. Oh Gott, oh Gott. Und das hier holen wir uns auch mal. Die 10 Punkte lasse ich nicht liegen. So, und jetzt müssen wir hier langfahren und hoffen, dass wir alles aufdecken können, was hier so in der Nähe ist. Genauso wie die Küste natürlich, aber die decken wir wahrscheinlich sowieso auf, weil wir ja hier mal wieder sind in der Stadt. Das sollte schon funktionieren. Schauen wir mal. Fahren wir mal ein bisschen nach vor, bis in die Stadt, holen uns dort Okus Abbild, dann werden wir wahrscheinlich auch einen Namen bekommen von der Stadt und gucken mal, was wir dort noch so alles entdecken können. Ihr wisst ja Bescheid, wie wir das immer machen. So, hoppala, da ist das Lenkrad rausgekommen. Das tut mir jetzt aber fast leid. So, nochmal ganz kurz checken auf der Karte. Alles aufgedeckt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bis an die Küste entlang. Außer das hier, aber wie gesagt, das entdecken wir ja jetzt eh gleich wieder. Sehr schön. So, Waffe weg. Beziehungsweise andere raus. Und da ist die Kryptogramma-Kiste. Die Kiste oder die Tafel, die wir dafür brauchen? Wir haben eine Kryptogramma-Kiste auch noch irgendwo versteckt, wo wir die Tafel noch nicht gefunden haben bisher. Die dürfen wir nicht vergessen, wobei wir hier wahrscheinlich, wir haben relativ wenige Kisten bis jetzt gefunden, beziehungsweise Tafeln. Ich kann mir vorstellen, dass wir die hier wahrscheinlich auch nicht öffnen können. Aber wurscht, wir gucken mal, was wir hier sonst noch so alles mitnehmen. Jetzt haben wir das alles entdeckt. Ich laufe nochmal kurz ein bisschen bis hier nach vorne, damit wir auch den kleinen Teil hier noch entdecken und dann wäre es das gewesen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir könnten wahrscheinlich auch noch bis hier nach draußen fahren, wobei das wenig Sinn hat. Hauptsache, wir haben die Küstenregionen entdeckt. Das hier schauen wir uns dann sowieso an, wenn wir da raufkommen. Und die kleinen Inseln hier müssen wir uns dann auch nochmal alle angucken. Bahia de Locaso sehe ich hier gerade. Da haben wir nochmal drei Inseln. Zwei große, zwei kleine. Mhm. Und da dann eben den riesigen Militärflugplatz. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, umso näher wir an die Hauptstadt kommen, umso näher wir an Esperanza kommen, umso fetter sind die Militäreinrichtungen. Ich kann mich erinnern, es gab Militäreinrichtungen, die waren irrsinnig klein. Da war ein Haus und das wäre es dann gewesen. Und jetzt haben wir hier einen riesigen Flugplatz, riesige abgesperrte Gebiete mittendrin. Ich pack mal die Waffe weg, die sind ja eh nur Freunde von uns. So, ein schönes kleines Fischerdörfchen haben wir hier, glaube ich, wieder entdeckt. Reinkommen wir nicht. Oh, ein schönes kleines Fischerdörfchen haben wir wieder entdeckt. Na, herzlichen Glückwunsch. Und da hängen die Verbrannten. Aber die Frage ist, warum hängen die hier? Da sind auch welche. So viel zum schönen kleinen Fischerdörfchen. Da ist auch eine Leiche von irgendjemandem Gefangenen. Kann das vielleicht sein? Da ist ziemlich viel Bier.
dass die die entweder hier gefoltert haben, dass da vielleicht irgendwelche Soldaten dazugekommen sind oder hier durchgekommen sind und die alle gefoltert haben, oder dass das irgendwie so ein Gruselgebiet hier ist, wo alle hinter FND stehen. Wir sehen hier ganz viele Leichen, das ist mir gerade eben gar nicht aufgefallen. Die in dem roten Anzug, das sind natürlich die Gefangenen, die normalerweise auf den Viviro-Feldern arbeiten. Und die anderen sind ganz normale Zivilisten. Eieieiei, da sieht man nur noch die Knochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir dem vielleicht helfen? Hallöchen. Du bist ein braver Hund. Ja, du bist ein braver Hund, ganz lieb. Ich habe leider nichts für dich, kein Leckerli oder so. Ursprünglich mal ein Baseballplatz gewesen und jetzt einfach nur der Tod. Krass. Und das hier finde ich wirklich krass. Die werden hier reingesteckt, ausgezogen, dann noch mit Metall umrahmt quasi, dass noch ein bisschen heißer wird und dann angezündet und da oben verbrannt. Alter Falter. Und da drüben sind sogar noch ein paar Leute. Vielleicht können wir ja mit dem einen oder anderen von denen sprechen. Das Haus hier hat auch schon die besten Tage hinter sich. Eieieiei. Es ist natürlich die Frage, ob hier FND einfach mal mit einer Kompanie durchgekommen ist und hier sich gedacht hat, sie machen jetzt Party, weil die Bierflaschen und so sind ja noch da unten und foltern ein paar Leute, oder ob das vielleicht hier wirklich ein Gebiet ist, wo die FND-Anhänger zu Hause sind. Wir haben sie ja, es gibt sie ja hier in der Yara. Es gibt ja auch Leute, die nicht hinter Libertad stehen, sondern die das gut finden, was Anton Castillo macht. Nur, wie ich das gut finden kann, was der macht, wenn ich mir das hier anschaue, ist mir ein großes Rätsel. Keine Ahnung, wie ich da hinter dem stehen kann, wenn ich sehe, was der mit der normalen Zivilbevölkerung macht. Da ist eine Leiche von denen. Gut, wir machen genau dasselbe mit den ihren Soldaten, aber wir schießen die nur tot und zünden die nicht an und stecken dann Metall drumherum, das gut brennt. Wir töten schnell. Da kotzt sich der Nächste an. Der hat auch ein bisschen gesoffen anscheinend. Eieieiei, wo sind wir denn hier reingeraten, bitteschön? Alquilar der Barcos. Das haben wir schon mal ein paar Mal gelesen. Da ist Okus Abbild und ein Friedhof. Ein Segen. Ein Friedhof vielleicht für die Verstorbenen, die da drüben ums Leben gekommen sind. Frische Blumen. Ziemlich viele frische Blumen. Also ich kann mir gut vorstellen, die Leiche ist natürlich noch da drüben. Die wurde hier nicht vergraben, aber man hat zumindest mal eine Trauerstätte gefunden. Das finde ich schon schön. Oh, Supremo bereits. Auch ihr Armen. Ihr Armen, ihr Armen, ihr Armen, ihr Armen. Und da dauert der Nächste. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier ganz normale Bürger wohnen, die natürlich hinter Libertad stehen und nicht hinter FND stehen. Und dass dann irgendwann mal so eine FND-Kompanie hier durchgekommen ist. Vielleicht schon ein bisschen angetrunken, vielleicht der General ein bisschen angetrunken. Und sich gedacht hat, komm, jetzt machen wir uns ihnen Spaß und zünden die Leute an. Ich denke, so wird's gewesen sein, weil die hier, die trauern alle um die Verstorbenen. Und die sind bestimmt auch von hier, die haben bestimmt auch hier gewohnt. Achtung, Wehrpflicht. Erinnerung für Anwohner. Gemäß Sektion 298.1c des iranischen Gesetzbuches sind alle Anwohner verpflichtet, sich zur seiner möglichen Einziehung zu melden. Diese Wohneinheit wurde wegen eines Verstoßes gegen diese Regelung geräumt und ihre Besitzer inhaftiert. Also du musst quasi dort mitmachen, du hast gar keine andere Wahl, du bist wehrpflichtig, du musst bei der FND mitmachen, ob du das willst oder nicht. Und die, die das nicht wollen, das sind dann wahrscheinlich die, die uns die Infos geben. Und sie müssen dann gegen Libertad kämpfen, weil wenn sie das nicht tun, werden sie ja auch liquidiert. Man sieht ja, wie schnell das geht. Haben wir ja gerade gelesen von Ramirez. Gerade eben noch ein super Funker gewesen und plötzlich... Einsammeln, was können wir denn einsammeln? Ey, finde die übrigen versteckten Kryptogramma-Tabellen. Na Glückwunsch, ein Hai und ein Schmetterling. Und wir haben beide noch nicht. Erobert die Meere zurück. Nochmal ganz kurz auf diesen Wehrpflichtbefehl zurückzukommen. Das heißt also, die normale Bevölkerung wird von FND dazu aufgefordert, einzurücken. Und sich quasi der Musterung zu stellen, sagen wir mal so. Und dann wird aussortiert, wer ist wehrpflichtig, wer kann und wer kann nicht. Das heißt also, selbst wenn ich gar nicht dort dabei sein möchte, selbst wenn ich gar nicht für FND kämpfen möchte, für das Castillo-Regime, muss ich das, weil ich sonst inhaftiert wäre. Und wenn ich dann dort dabei bin, obwohl ich das nicht möchte,
dann kann ich aber auch nicht sagen, ich kämpfe nicht für euch, weil ich dann umgebracht wäre oder versklavt werde und aufs Viviro fällt. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich bewundere die Leute, die hier noch als normale Zivilbevölkerung leben. Und jetzt wird mir das auch ein bisschen klarer, warum wir so viele Soldaten in den einzelnen Städten rumstehen haben, in den Städten und Dörfern. Wahrscheinlich, weil die einfach die normale Zivilbevölkerung unterdrücken möchte. Weil das eben die sind, die es anscheinend nicht in die Wehrpflicht geschafft haben. Oder es sind die Frauen, weil ich schätze mal, die Wehrpflicht gilt wahrscheinlich nur für Männer. Und na gut, eigentlich nicht, weil wir haben ja auch ziemlich viele Frauen als Soldaten. Also es kann natürlich sein, dass da beide Geschlechter hinzugezogen werden, dass da Männer und Frauen sich quasi der Musterung stellen und dann wird aussortiert, wer muss einrücken, wer muss als Soldat spielen und wer nicht. Aber krass. Krass, krass, krass. Das heißt, du hast also als Normalbürger hier überhaupt keine Wahl, dass du sagst, okay, ich finde das gut, was der Castillo macht, ich nehme den Auftrag an und gehe zur FND. Du musst. Du wirst dazu gezwungen, wenn du es nicht tust, wirst du inhaftiert und wenn du dich dann nicht fügst in den FND rein, dann wirst du entweder erschossen oder versklavt. Das sind die Optionen. Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir doch noch ein paar Leute haben, die uns unterstützen, die das auch öffentlich zeigen, die öffentlich bei uns dabei sind. Da können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass da nicht jeder sich so unterdrücken lässt. Erobert die Meere zurück, meidet die Bootspatrouillen, so mancher großer Guerillero wurde schon unversehens auf einem Fischerboot mitten in einem Einsatz erwischt. Wenn ihr nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Wasser sein müsst, tragt eure Ausweise bei euch, nehmt nicht zu viel Schmuggelware mit, wenn ihr nicht aktiv schmuggelt. Die FND ist darauf trainiert, Schiffe vom Kiel bis zum Mast zu durchsuchen. Denkt daran, wofür die blaue Armbinde steht. Wir können helfen, wenn ihr Hilfe braucht. Viva Libertad. Das ist immer sehr gefährlich, die hier so einfach aufzustellen, diese Flyer. Weil du weißt ja nie, wer das sieht, wer das in die Hände bekommt. Da unten können wir uns ein Boot ausborgen. Nein, die Armen hier. Die Armen, die Armen, die Armen, die Armen, die Armen. Na gut, bevor wir hier gehen, gucken wir uns nochmal bei den restlichen Gebäuden um und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Da ist nichts mehr. Denke ich. Und auch hier ist wieder ein Libertad-Pfad, der quer hier durchführt. Man sieht es ja an den blauen Markierungen überall. Die blauen Markierungen stehen ja immer für Libertad, die roten Markierungen bzw. rot-weißen Markierungen für FND. Aber das wissen wir ja bekanntlicherweise schon. So, ich guck nochmal ganz kurz hier drüben. Aber so wie es aussieht, ist da auch nicht mehr viele Stühle. Sitzen kann man da, ein halbes Fahrrad, ein kaputtes, ein völlig zerstörtes Auto und der eine, der sich da ankotzt. Den haben wir ja gerade eben schon entdeckt. Oh. Steht da auch was von der Wehrpflicht an der Tür? Nee, da nicht. So. Und jetzt stehen wir hier oben, haben die Kryptokarma-Gäste, die wir nicht öffnen können. Den Steg hier könnten wir uns theoretisch nochmal anschauen, da waren wir noch nicht. Mhm, da finden wir zumindest auch was. Da oben gucken wir gleich. Wir gehen das mal so hier ab. Ein bisschen Benzin. Mango, 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 Mango. Sehr schön, sehr schön. Und ein paar Soldaten. Oh, falsche Waffe. Ich drücke immer auf 1, weil normalerweise ja die Hauptwaffe auf 1 ist. Aber wir müssen hier ja auf 2 drücken, weil die Hauptwaffe ist hier auf 2 und der Supremo auf 1. Scheiße. Spezialeinheit. Teniente Rosales und ein Papageienfischangelgebiet haben wir ja auch. Spezialeinheit da oben. Na, das hat ja wenig Sinn gehabt. Das schon eher. So schnell kann es gehen, liebe Freunde. So schnell werden aus der Spezialeinheit ein paar Leichen. Schön. Und das Ganze nur durch ein Feuerwerk. Ich kann mich erinnern, in den vorherigen Far Cry-Teilen sind die verreckt, sobald sie das Wasser berührt haben. Da gab es sowas gar nicht, dass die irgendwie wieder an Land schwimmen. Ich glaube, die sind dort alle verreckt, sobald sie das Wasser berührt haben, was ich nie so ganz verstanden habe. Mittlerweile wurde es anscheinend anders gelöst. Die können ins Wasser und müssen dann halt wieder an Land schwimmen.
wenn's geht. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. So. Da haben wir ein kaputtes Boot. Das könnten wir uns theoretisch auch nochmal holen. Wir brauchen ja nicht mehr viele Punkte fürs Upgrade. Ah, aber doch noch ein paar. Und blubbert schon und geht unter. Sehr schön. Schön. Hallo. Habe ich mal Angst, dass ich drauf trete auf die? Das ist möglich, ja. Habe ich am Anfang auch nicht gedacht, aber es passiert. So, da gibt es nichts mehr. Da können wir auch nichts durchsuchen. Okay, okay. Wir können ja die noch hier zerstören. Brauchen immer noch ein paar Punkte. Wie sieht's mit dem da drüben aus? Aber jetzt haben wir's. Rangaufstieg auf Level 9. Und es gibt neue Waffen und Ausrüstung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir sind jetzt Major. Guck mal einer an, wie weit wir schon aufgestiegen sind hier in den Rängen. Das freut mich sehr. Die nächste Mission wäre für Rang 6. Und wir sind mittlerweile schon auf Rang 9. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Holen uns dann hier den restlichen Teil von dem Ganzen. Fahren hier bis nach unten. Ich würde sagen, wir machen einfach eine Schnellreise hierher. Na, weißt du was? Wir machen das anders. Wir machen eine Schnellreise. Ich mache jetzt eine Folgenpause, also eine Aufnahmepause. Dann machen wir das in der nächsten Folge so. Wir machen eine Schnellreise hierher, versuchen dann wieder hier nach drinnen zu gehen und decken erstmal hier von dem Teil hier alles auf, dass wir dann quasi hier wieder aufhören, hier wieder rauskommen. Und dann holen wir uns das FND-Depot, fahren hier wieder nach unten die Hauptstraße, können schon ein bisschen was von dem hier aufdecken, holen uns dieses FND-Depot und dann geht es da unten weiter mit der nächsten Mission für Philly. Die Diesel-Daisy und die Libertad-Kiste, den Codenamen Ibis, den Hinterhalt können wir uns theoretisch auch mitnehmen. Also wir haben hier wirklich wieder viel zu tun. Und wenn wir dann hier fehlerfertig sind, dann geht's weiter mit der nächsten jaranischen Geschichte, mit dem Beifahrer von Yami Suarez und da oben mit der riesigen Militärbasis mit der Flugabwehranlage Tau. Da bin ich sehr gespannt. Also die nächsten Folgen werden sicherlich sehr spannend werden und wir müssen natürlich auch noch da oben die Insel erkunden. Das ist ganz klar. Das sollten wir definitiv auch machen. Vielleicht bevor wir die Mission machen, vielleicht danach. Schauen wir mal, je nachdem, wie sich das alles entwickeln wird in der nächsten Folge. Und ja, dann würde ich sagen, danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.